Ja, guten Abend, liebes Publikum, ganz herzlich willkommen. Entschuldigung. Nein, entschuldige, du bist natürlich so. Wir sind nämlich heute zusammengekommen. Herzlich willkommen bei den Gedanken für den Tag. Entschuldige, das ist deine Sendung. Heute ist meine Lesung. Sie müssen entschuldigen, ich bin wahnsinnig nervös, weil Sie ist nervös. Ich habe einen Hauch weniger Bühnenerfahrung als die Dopsi, also man könnte auch sagen, einen Orkan weniger. Aber heute geht es natürlich um dein Buch, Die Brüder Saphir. Das ist ja ein Tatsachenroman. Mhm. Was heißt das, Tatsachenroman? Wie kann man sich das vorstellen? Alles, was Sie hören und lesen werden, ist belegbar und ist passiert. Nur die Dialoge sind natürlich fiktiv. Also quasi wie Erich Kästner sagt, war es deine Geschichte dann, wenn sie so, wie sie erzählt wird, passiert hätte sein können? Genau so ist es. War es eine Geschichte und das stimmt, nur Namen und Orte sind natürlich geändert, das ist klar. Warum eigentlich? Weil die Geschichte später umkippt in einen Kriminalroman, das ist also wirklich passiert. Es geht ja um drei Brüder darin. Du hast die Erotik angesprochen, also der eine, der Manni, der Lebemann, der die Casinos und die Frauen beglückt. Dann gibt es noch den zweiten Bruder, den Max, das ist so der Banker und Machtstratege. Und den Moischele, das ist der dritte Bruder, der sich für ein ganz frommes Leben im Jerusalemer Stadtteil Meerscharim mit Frau und Kindern ganz gottesfürchtig entschließt. Mhm. Und was mir so gefallen hat, das sind ja eigentlich Archetypen, diese drei Brüder, aber trotzdem sind sie nicht einfach irgendwie Abziehbilder, sondern man gewinnt jeden irgendwie lieb auf seine Art und Weise. Und manchmal denkt man sich auch, ob das so klug war. Max telefonierte mit Manni. Max, das ist der älteste Bruder, der reiche Bankier, und Manni ist der Lebemann. Ich habe sie wieder gesehen. Manni war überrascht, weil sich Max gegen seine Gewohnheit übergangslos und nicht mit dem Vertrauten, wie geht es meinem lieben Bruder, meldete. Wen, was, wovon sprichst du und überhaupt seit wann beginnt man ein Gespräch, um sich zunächst nach dem werten Befinden des Bruders zu erkundigen? Verzeih, ich hoffe, es geht dir so gut wie mir. Ich habe Laura Pardes getroffen. Sie ist fantastisch. Sie ist eine Traumfrau und immer noch Witwe. Max schilderte seine kurze Begegnung mit Laura, wobei es ihm nicht gelang, seine innere Erregung zu verbergen. Und Manni hörte kommentarlos zu. Manni, hörst du mich? Ja, ich höre. Warum sagst du nichts? Weil ich dazu nichts zu sagen habe. Was heißt das? Das heißt, mein lieber Bruder ist Meschugge. Oder ordinär gesagt, wenn der Schwanz steht, ist der Verstand im Arsch. Das ist nicht komisch, das ist nur ordinär. Ja, das stimmt. Aber ich höre da etwas in deiner Stimme, was mir nicht gefällt. Das ist doch nicht mein kluger, cooler Bruder. Das ist ein alter, geiler Bock. Ich verbitte mir diese Sprache, Manni. Max hatte plötzlich einen Ton in der Stimme. Der Manni sagte, dass er zu weit gegangen war. Und um keinen Preis wollte er das gute Einvernehmen mit seinem Bruder gestört wissen. Und er reagierte sofort. Entschuldige, Max, aber dein eifersüchtiger Bruder sieht dich schon unter der Chuppa. Chuppa, das ist der Baldachin, unter dem die jüdischen Ehepaare getraut werden. Die Chuppa. Bist du verliebt? Mehr als das. Ich liebe sie. Ich werde sie heiraten. Ach, und was sagt die Glückliche dazu? Sie weiß es noch nicht. Interessant. Vielleicht solltest du es ihr bei Gelegenheit mitteilen. Manni schmunzelte, aber Max' Stimme klang traurig. Es tut mir leid. Ich habe auf deinen Rat und deine Hilfe gehofft. Auf deinen Zynismus, da kann ich verzichten. Nein, mir tut es leid, weil ich nicht gleich bemerkt habe, wie ernst du die Sache nimmst. Mein Rat ist, Bettgespräche sind immer am zielführendsten. Ich war noch nicht mit ihr im Bett. Ach, dann wird es aber langsam Zeit, sagte Max
Und Manni unterdrückte ein Lachen. Dann sagte er versöhnlich, dann viel Glück bei der Werbung. Werbung, Werbung, das sagst du so dahin. Das ist eine Frau, die hat alles, womit man Frauen umwerben könnte. Diese Frau ist umschwärmend, sie schaut auf alle herunter. Aha, dann lass sie doch nach oben schauen. Wie meinst du das? Vor Jahren warb ein Millionär um einen Filmstar auf originelle Art und Weise. Eine Sportmaschine zog ein Spruchband über den Himmel, auf dem zu Lea errötete. Wenn er mit ihr alleine war, pflegte er eine Ausdrucksweise, die sich von der Sprache der Talmudschüler unterschied. Er schmeichelte ihr, er brachte sie zum Lachen. Und in diesen wenigen Stunden war sie glücklich. Isaka hatte ihr Kopftuch sogleich in der Einkaufstasche vergraben. Jetzt führen wir den neuen Hut spazieren, hatte er gesagt. Und sie waren einander anlächelnd nach Hause gegangen. Moshe hatte nur kurz aufgesehen und nach dem Preis gefragt. Dieser Isaka nimmt dann im letzten Drittel des Buches einen sehr wichtigen Platz ein, weil er verliebt sich in einen Mann. Und das ist eine sehr berührende und sehr wahre. In der Investia stand, dass jetzt in den USA gewisse geschäftliche Verbindungen mit russischen Wurzeln vom FBI verfolgt werden. Ob damit auch unsere goldenen Wurzeln gemeint sind, was meinst du, Max? Fragte Kantor leise. Vielleicht Tovarisch Max denkt, Sache könnte uns betreffen und will deshalb steigen aus, oder? Und dabei sah Denisowitsch Max unter halb geschlossenen Lidern an. Erstens interessiert mich nicht, was in russischen Zeitungen steht. Und zweitens habe ich nichts Illegales betrieben, antwortete Max bestimmt. Aber niemand hat etwas Illegales betrieben. Nicht nur die russischen. Alle Zeitungen verurteilen, ohne die Hintergründe zu wissen. Nicht wahr, Max? Kantor sprach immer so leise, dass es Mühe machte, seinen Ausführungen zu folgen. Max sah ihn an und dachte ausgerechnet, du, Kantor, du, dem ich die israelische Staatsbürgerschaft besorgt habe, spielst dich jetzt hier auf. Und Kantor flüsterte weiter. Stimmt es, Max, dass einmal pro Woche ihre Flottmaschinen in Genf landen und gewisse Leute Koffer angefüllt mit grünen Scheinen auf deine Bank tragen? Dollarscheine aus Russland, wohlgemerkt. Alles legal, alles überprüfbar. Max' Hand zitterte in seiner Rocktasche und er fühlte eine Welle der Wut in sich aufsteigen. Woher hatten die Kerle diese Information? Den Ausstieg bei Tamex hatte er scharfsichtig kalkuliert, mit unwiderlegbaren Argumenten. Da geht's los.